Mama. Oh, Mama. Mama's Hochzeitsbild. Ehrlich? Cool. Also, guten Morgen, meine Lieben. Ich habe heute auf die Uhr geguckt, als ich aufgestanden bin. Hat es genau 5 Minuten gedauert und dann war Baby Jan auch am Weinen, weil die Mama sich entfernt hat. Also genau 5 Minuten. Und meine Kinder malen schon fleißig. Ja, zeig mal. Wow. Aber du musst von der anderen Seite zeigen, mein Schatz. Zeig mal die andere Seite auch nochmal. Wow, okay, immer noch die, aber egal. Ach so. Hat sie die ein bisschen verfeinert, hä? Mach ja nicht, ich hab das nur gemalt, damit ich weiß, wo es hin ist. Hast aber echt toll gemacht. So, die Atelia hat mir nämlich meinen Kaffee gemacht. Yeah! Alles okay, Itzi? So, ich will gleich mal Produktfotos machen. Gesundheit! Denn heute möchte ich ja fertig werden, dass ich morgen alle Produkte im Shop habe. Und ja, da liegt noch der Lappen, weil der Tisch sah natürlich nicht mehr so aus, nachdem die Kinder dort gegessen haben. Der Idi, ich habe eben die Küche sauber gemacht und der Idi hat angefangen Essen zu machen. Und wir malen. Und meine Kiddies malen. Was heißt Kiddies? Kinder. Ist das ein Herz für mich? Hast du das Herz gemacht oder die Acelia? Ich. Ah, super, dass du deiner Schwester hilfst. Ich hab sie gefragt. Eigentlich kam ich auf Herzchen. Super, kannst du noch eins dazu machen? So, meine Lieben. Whoop. Dann fange ich mal an, irgendwie Fotos versuchen zu machen. Das ist meine neue Linse. Für ein Vermögen. Unglaublich, so viel Geld. Oh, meine Lieben, die Selin hat gerade das Ei aufgemacht und dabei festgestellt, dass das weichgekochte Eier sind. Selin, sag mal what? Selin, ich liebe das, wenn du sagst. Ja, versteckt habe ich das viel versteckt. Guck mal. Da habe ich nicht verkleckert, aber da habe ich nicht verkleckert. Baby Dan, ja. Und so ein schönes Frühstück. Ah, ich habe noch ein. Ich mache gerade hier mal. Ja. Mama! Jetzt ist noch sogar die Platte dreckig. Die Tischplatte. Mach nicht selbst. Mit voller Leiden. So, ja, das hat er brauchst du. Papa? Lass Papa machen, Schatz. Ich mach auch so, was die Mama hat. So was denn? Glas. Ja. Weißt du? Du hast doch eins. Nein, sie will das gleiche. Schatz, sowas haben wir nicht. Was will sie denn? Haben wir nicht, Schatz. Wir haben nur das eine. Dann nimm doch mal. Nein, das ist mein. Das ist. Papa. Nein. Hier. Das ist zum Essen einfach. Ja, Papa. Dankeschön, mein Schatz. Sieht super aus. Super, Tanja. Sehr gut. Bisschen kleiner, Schatz. Papa, hat ein Eckart? Ja, schneid mal weiter. Ich brauch die jetzt. Ja, Papa. Super schön. Nein, das brauchen wir so später. Papa! Das kommt. Mama, Alter, kommt. Nein, das ist noch nicht fertig. Bring das her. Baby John, das wird gegessen. Baby John? Hast du was im Mund? Baby John? Sag mal, eigentlich solltest du nichts im Mund haben. Ich hätte Gemüse essen. Das Gemüse essen. Jetzt werde ich essen, ja? Was? Und mein Schatz schmeckt? Mhm. Lecker, ja, das
Und Selin hat ihren Mittagsschlaf, glaube ich, um 10:30 beendet. Der Rest des Hauses schläft natürlich und ja, ich pilger mit den kleinsten Kindern durch die Gegend und da wechsle jetzt Pampers und sage euch Guten Morgen. Guten Morgen, Acelia. Oh mein Schatz. Guck mal, so musst du das richtig um den Hals machen, weil wenn der Wind kommt, dann wird dir richtig halt kalt hier. Ja, zum Malen? Block? Ich glaube ja, sie hat heute Kunst. Also ich sehe gut aus. Edith, nimmst du Geld mit? Mhm. Mach mal Foto von der Kleine. Für den Bäcker. Süß, was machst du da? Komm her! Nimm ihn einfach so. Gib Kuss. Bitte. Mit dich auch, mein Schatz. Kamera. Ja. Also, meine Lieben, ich bin ziemlich spät schlafen gegangen. Der Idi hat sich zeitweise irgendwie angefangen zu beschweren. Hey, mach das nie wieder. Jetzt sitzen wir hier in der Dunkelheit und essen und trinken was. Genau. Was vom Bäcker? Hast du gekauft? What? Okay, ich habe noch einen kleinen Schlafmangel. Also hast du gekauft, gell? Mhm. Na Schatz, was machst du? Ich mach das hier weg. Ah, stimmt. Da haben die Kinder irgendwas voll gemacht, ne? Also der Idi hat mal so eine günstige Farbe gekauft, weil und meine teure Farbe hat dann so helle Flecken hinterlassen, dass wir direkt die ganze Wand streichen hätten müssen. Ja. Und hiermit kann man auch mal punktweise das Ganze machen. Baby John ist auch bei mir. Da ist Baby Jan bei der Mama, kuschelt. Hallo Baby Jan! Sag mal, kannst du dich schon drehen? Ja. Das wäre optimal. Decken, Balkon, schöner Garten. Wie viel kostet das? 265. Wo? Eckhaus mit Terrasse. Die Burg. Eckhaus? Ist das Doppelhaushälfte oder was? Nein, freistehendes. Ach so. Also vom Grundstück her meinst du Eckhaus? Genau. Ich habe hier noch was Schönes. Hallo! Und wo ist Baby John? Weg! Und da ist sie wieder. Ja, mein Schatz. Erzähl uns, hast du gut geschlafen? Ja. Ja, mein Schatz. Es war zwar spät, aber dafür hast du gut geschlafen, gell? Ja, mein Schatz. Und der Idi hat angefangen, Essen zu machen. Leute, es riecht bereits die ganze untere Etage total frisch. Was hast du da jetzt dran gemacht? Ingwer? Ingwer, Thymian, alles frisch von meinem Ekeda. Kräuter, Beet. Ingwer, Knoblauch, Thymian, Minze, Oregano, Salz, Pfeffer. Riecht auf jeden Fall sehr gut. So, Baby John will nicht alleine liegen. Wie wir das ja schon kennen. Nimm Baby John. Magst du nicht alleine liegen? Und am PC kann ich mich auch nicht setzen, weil da meckert er genauso. Deshalb laufe ich durch die Gegend und versuche irgendwas mit ihnen auf den Arm hinzubekommen. Und das ist etwas schwierig. Mein Schatz, bist du total hübsch? Du hast Glück, dass du so süß bist. Mama kann nämlich selber nicht von dir loslassen. Selin hat sich Aufkleber in die Haare gemacht. Sieht aus, als hätte sie da eine Spange. Vorsicht, das ist alles. Selin, zeig mal deine Haare. Ja. Selin? Da ist eine, da ist eine. Mama hat ein Haus. Mama Nagellack. Ja, du mit deinem Nagellack. Du hast schon 3 Schichten drauf. Meine schöne Deko. Pico. Ach, deshalb hast du die Kiste ausgeräumt. Ja.
Oh Mann, Celin, das war das Geräusch, ne? Wieso? Hm. Was ist? Ich glaube, sie hat in deinem Zimmer eine Kiste ausgeräumt, um an Nagellack dran zu kommen. Papa auch. Ich kann alles wieder schön machen. Super. Mama, Mimi, aber was ist? Ich mach. Ist das mit M? Pizza? Da. Nein? Meine Lieben, ich habe Video geschnitten und experimentiere immer noch mit Licht. Mit Kameralicht, weil eben im Video habe ich mit der Kamera experimentiert. Bibi-Jan? Nein, Bibi-Jan ist heute nicht so gut drauf, oder? Geht. Nein, der ist gut drauf. Der ist nur ein bisschen gelangweilt. Die Mama sitzt, ne? Ja, Vorsicht, nein, nein, nein. Vorsicht, Schatz. Celine, lass das. Lass das, ich hasse das. Celine, zeig dich. Wow, wie siehst du denn aus? Hübsch. Zeig dich mal her, guck mal. Zeig dich mal her, komm mal her, Schatz. Zeig mal, wie hübsch du bist, guck mal. Wow. Siehst du schön aus. Meine Lieben, ich habe gerade festgestellt, dass ich ungefähr 3 Tage brauche, bis ich Anfang der Woche rauskomme. Ich habe geplant, dass ich heute mit Edi ein bisschen rausgehe, aber es ist doch nicht draus geworden. Ich habe nämlich, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, ich bin um 4 Uhr eingeschlafen und um 6:30 war das erste Mal, wo der Wecker geklingelt hat. Aber das war ja nicht das erste Mal, wo ich wach war. Ich glaube bereits um 5 Uhr wurde ich einmal geweckt und um 6 Uhr geweckt. Ja, so konnte ich kaum noch mich heute irgendwie dazu bewegen, aus dem Haus zu gehen. Der Edi ist jetzt weg und lädt ein Video hoch. Die Kinder spielen. Ich muss hier auf jeden Fall etwas Ordnung mit denen schaffen. Es ist nicht unaufgeräumt. Es ist einfach nur noch nicht Platz geschaffen worden für die Spielsachen. Aber die haben jetzt ein bisschen zusammengeräumt. Ich hänge jetzt Wäsche auf und... ja, muss noch Standbild machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Also muss ich mich ein bisschen beeilen, damit das Video gleich online kommt. Yeah! Und was spielt ihr? Mutter, Vater, Kind. Mutter, Vater, Kind? Ja. Oh, süß. Ich bin die Mutter. Nicht? Wer bin ich dann? Unsere Mama. Ach so. Pure Chaos. Ja, ihr seht, ich bin nicht weit gekommen und schon ist Baby Jan da. Aber wenigstens habe ich diese Sachen hier aufgehängt. Und weshalb ich sie hier oben trockne, weil unsere Kinder bei uns schlafen und somit spielen sie eigentlich nur in diesem Raum. Das soll einfach nur so lange sein, solange die Kinderzimmer oben sind. Wir wollen ja auf jeden Fall etwas Eigenes oder zur Miete irgendwie wechseln. Jetzt gehen wir nach unten, weil Baby Jan, seine Hose ist glaube ich durchgelaufen. Die Achilia hat den Pampis gewechselt. Was ich ganz, ganz süß finde, aber ich glaube, sie hat es ein bisschen zu locker gemacht und somit muss ich ihn umziehen. Hallo, mein Schatz. Hey, Baby Jan. Hallo, mein Schatz. Du bist so süß. Gemeinsam machen wir jetzt das Standbild. Yeah! Wollen wir das Standbild? Baby Jan ist ganz erfreut. Willkommen zum schlechtesten, bewährtesten It's My Life gerade, was ich sehe. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich habe 20 Daumen nach oben und 13 negativ. Finde ich gerade ein bisschen, sagen wir es mal so, ich würde sagen, wenn kein Kind jetzt bei mir wäre. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Okay, lassen wir es einfach.
Es gab ja schon einen Riesenskandal, als ich einmal gefragt habe, wenn es 3000 Likes gibt, dann mache ich täglich Videos. Das machen andere YouTuber in jedem einzelnen Video ungefähr 10.000 Mal wird das aufgerufen, weil ganz einfach, wenn man die ganze Zeit schaut, vergisst man manchmal diese Möglichkeit, dass man ja, das Video liked und es ist nichts Schlimmes und es kostet keinen. Ich vergesse manchmal auch und für mich ist kein Problem, wenn ein YouTuber ein- oder zweimal es erwähnt. Naja, lieber einmal als zweimal, zu viel mag ich auch nicht, aber was damals bei mir auf dem Video los war, ich entabonniere dich, du bist like geil, was soll das denn? Also nein, ich bin 31 Jahre alt, habe 4 Kinder und dachte mir so, ja, wie kriege ich heraus, ob ihr Lust darauf habt oder nicht, weil in diesem Augenblick waren so viele YouTuber mit täglich Videos dran, ich war mir einfach unsicher, ob ihr noch Lust habt auf uns. Und jetzt auch noch das, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht und ja, ich würde mal sagen, ich sag jetzt schon mal gute Nacht. Tschüss. Minusaufgaben habt ihr noch nicht in der Schule, gell? Mhm, erst Ach, deswegen, nur Plus erst.